Eines der absoluten Highlights im Bahnjahr 2014 war die Heimkehr des Union Pacific Big Boys 4014 nach Cheyenne in Wyoming. Die 1959 außer Dienst gestellte Dampflok wurde 1962 an einem Museum in Pomona, Kalifornien gestiftet und stand dort seitdem im Freien. Die Union Pacific Railroad hat die gut erhaltene 4014 als künftig betriebsfähige Museumslok ausgewählt, vor allem im Hinblick auf das baldige 150-jährige Jubiläum der Transkontinentalstrecke zwischen Omaha und Sacramento am 10. Mai 2019. Am 28. April 2014 begann der Rücktransport zur betriebsfähigen Aufarbeitung, die in der Union Pacific Dampfwerkstatt in Cheyenne durchgeführt wird. Ab Ogden befuhr der Big Boy, unterstützt von zwei Dieselloks der Reihe SD70M, fast drei Tage lang wieder seine alte Stammstrecke. Über die Wasatch Mountains, durch die Wüste Wyomings und schließlich über den Sherman Hill, dem höchsten Punkt der Transkontinentalstrecke, bevor der Zug von einer großen Schar von Zaungästen in Cheyenne einen gebührenden Empfang bekam. Nach 55 Jahren erklang zumindest wieder die mächtige Dampfpfeife eines Big Boy in den Weiten von Wyoming. Thank you.